Hallo und herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator 2008, ja, den guten alten Klassiker, unsere Zeitreise geht weiter. Ich werde hier später gleich mal weiter dreschen mit den kleineren Drescher. Den großen haben wir schon ein bisschen, der steht hier. Ach, den müsste ich jetzt eigentlich auch mal eben zum Feld, mal zum Hof bringen. Einfach der Ordnung halber. Soweit ist es ja auch nicht. Muss man sich ja nicht so groß anstellen. Könnten natürlich auch den anderen leicht zum Dreschen nehmen, aber dann haben wir einfach alle Maschinen mal vernünftig genutzt. Ich habe mir überlegt, dass ich gleich auch nochmal eben den Flug ausprobiere, damit wir wirklich alles mal gemacht haben. Wir haben Gras gemäht, wir haben das aufgeladen, verkauft. Was wir auch noch machen müssen, wir haben mal so einen Hänger zum Hafen bringen und verkaufen, damit ihr das nochmal seht. Ah, dann hatten wir eigentlich alles so wirklich. Das müsste jetzt Part 9 sein. Ja. Müsste, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und ich lasse immer noch gut knattern. Immer den Berg hinab. So, hier hinten die Windmühle. Ich glaube, ich werde dann bald mal mit 2009 anfangen, so als Zwischendurchprojekt. Das hier war ja eigentlich auch nur so eine Zwischendurch-Idee. Ich habe dieses eine Missionsvideo einfach nur aus Spaß eben hochgeladen und habe ich gesehen, boah, ihr freut euch ja darüber. Und dann habe ich mir gedacht, machst du die Mission nochmal durch und beginnst danach nochmal das freie Spiel. Und das habe ich jetzt auch alles nochmal gemacht. Das ist doch eigentlich eine gute Leistung, würde ich sagen. Finde ich sehr schön, dass das alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Boah, die Fahrt hat jetzt echt lange gedauert, muss ich zugeben. Aber jetzt stellen wir den hier schön in die Scheune und dann haben wir alles ordentlich und sind glücklich. Ist ja auch nicht verkehrt. Und gleich probieren wir dann nochmal den Flug. Den Flug! So. Nachtdreschen wäre eigentlich auch mal wieder ganz cool gewesen. Das hatten wir ja mal in einer Mission. Gut. Da haben wir den Fendt. Den 936, den nehmen wir jetzt und probieren mal einmal Flügen aus. Ich habe nämlich eine Idee, wie ich das mache, wo ich flüge. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein sinnvolles Flügen, aber das ist vielleicht ganz geckig. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob hier die Feldspritze schon eine Ertragssteigerung gebracht hat. Vielleicht hat das auch einfach nur ein schnelleres Wachsen oder so gebracht. Damals war ja alles noch ein bisschen anders. Nicht alles, aber größtenteils. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das halt damals auch noch was anderes war. Eine andere Funktion. Ah, kommt man da raus mit dem Flug? Ja, irgendwie. Okay. Den Flug drehen ist auf B. Und los geht's. Einige sind jetzt bestimmt überrascht. Was macht er da? Ich glaube, das ist ganz lustig, wenn man hier so rechts und links vom Weg ein bisschen was hat. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Muss ich sagen. Sieht vielleicht echt cool aus. Dann seht ihr jetzt auch nochmal die Flugtextur. Ich möchte jetzt hier keine Kilometer weit fliegen, keine Hektar. Das ist mir einfach ein bisschen zu viel Arbeit, weil das irgendwie auch mir persönlich nicht so wirklich Spaß macht, das Geflüge. Und dann finde ich das so eigentlich viel schöner. Hier werde ich jetzt gleich auch nochmal drüber säen, denke ich. Und gleich machen wir dann nochmal ein bisschen Mähen und danach im letzten Part wird er das wohl, schnappen wir uns dann nochmal den Drescher, den wir noch nie benutzt haben. Der ist ja noch jungfräulich. Und dann wollen wir auch noch ein bisschen was verkaufen, was wir dann gedrescht haben. Das kommt ja auch noch dazu. Da vorne müsste doch die Sämaschine stehen, wenn ich mich nicht vertue. Wahrscheinlich vertue ich mich, so wie ich mich kenne. So. Ach, hier steht gleich ein ganzer Trecker mit Sämaschine. Dann nutzen wir auch mal den 716. Einmal Knallgas hier und runter die Straße.
wunderbar. Haben wir mal ein bisschen was gesät hier. Ich glaube nicht, dass das noch wachsen wird so wirklich. Aber ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir so einen leichten Eingang in eine Fortführung dieser Hecke. Mit einem bisschen Botanik. Und dann... So. Ich möchte noch was ausprobieren im nächsten Part. Ich will noch mal einen Bug ausprobieren. Was passiert wohl, wenn man so ein Gerät hier falsch rum ankuppelt? Und hoch damit. Wunderbar. Und bring ich die Maschine mal eben rüber. Boah. Okay, jetzt haben wir hier so ein bisschen was... Ich weiß, ich wollte euch einfach nur mal alles einmal gezeigt haben. Also, das war, ich weiß, dass das jetzt relativ viel Quatsch war mit der Sämaschine und dem Flug. Aber, ich wollte es einfach mal gezeigt haben. Genau, der hier, der kommt jetzt auch noch da in die Scheune, damit alles vernünftig steht. Ich denke mal, mähen tun wir jetzt auch nicht mehr. Man, haben wir eigentlich auch schon ganz gut. Ich glaube, wir haben, ja, wir haben 4 oder 5 Hänger verkauft. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann möchte ich jetzt gleich lieber mal ein paar Bugs ausprobieren. Ist auch noch ein Wunsch von mir gewesen. Ein stiller Wunsch. Genau, jetzt möchte ich gerne einmal den hier ausprobieren. 2 und ab dafür. Der ist ein bisschen cooler, weil ihr seht da schon, man kann sehr gut einschätzen, wie breit das Schneidewerk ist. Dafür ist das Schneidewerk halt auch kürzer und der Korntank ist auch ziemlich klein oder nicht so groß wie bei den anderen. Der andere hat ja eigentlich schon ganz ordentlichen Korntank mit 10,5 Tonnen. Das ist ja eigentlich sogar in den aktuellen Maßstäben gesehen relativ viel. Muss man sagen. Der hat hinten auch so ein ausfahrbares Ding hier für Schrot und so. Stroh. Okay. Stroh gibt es hier auch noch nicht so wirklich. Der hat halt einfach nur den Auswurf. Das wird noch nicht irgendwie zusammengelegt. Gut. Juckeln wir mal hier lang. Machen wir den mal hier einmal voll. Dann holen wir uns noch ein bisschen was aus dem Lager. Und dann, denke ich, verkaufen wir das dann auch im nächsten Part mal. Dann haben wir eigentlich alles so wirklich drin gehabt. An Sachen, die wir machen können. So. Heute muss ich noch Eurotruck aufnehmen oder morgen. Auf jeden Fall bald. Freue ich mich schon sehr drauf. Eurotruck ist eigentlich... Das Blöde an Eurotruck ist, ich mache das so mit so einer komischen Regelmäßigkeit. Also Samstag, Sonntag... Und Dienstag und Donnerstag und dadurch ist meine Partrechnung immer ein bisschen für ein Poppes. Haha. Da hinten sieht man auch wieder schön das Containerschiff sich bewegen. Wenn wir hier mit dem kleinen Drescher fahren. Ich glaube, der hat 9 Tonnen oder sowas. Im Tank. Da hinten ist eine Straßensperre und eine Bucht. Oder sowas. Ja, eine kleine Bucht ist da. Ich werde jetzt nicht einmal ums Feld fahren, ich werde jetzt gleich eine Drehung einlegen. Damit wir gleich wieder da hinten ankommen. Da hinten sieht man auch schon unseren Hof, da hinten haben wir vorhin mal gedrescht und gegrobert und alles. Oder vorhin ist gut, in den letzten Parts schon mal. Ich habe dieses ganze Projekt ja jetzt an einem Stück aufgenommen bis jetzt, die letzten 9 Parts. Das hier müsste ja der 9. sein. So, und im nächsten Part machen wir dann hier weiter und machen dann noch einige Bug-Tests. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.